So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ja, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist entspannt. Heute ist ja Bergfest. Na, das heißt also Mittwoch ist ja immer bei uns, sagt man dazu, Bergfest. Man ist quasi über den Berg hinüber und wir rollen und rutschen jetzt schon wieder Richtung Wochenende. Also wunderbar, alles gut. Ja, und was wollen wir denn heute machen? Aktuell ist diesen Energien ja das ein oder andere Thema zu entnehmen, dass man da gerne mal auch fürs Kollektiv liegen kann. Ich merke es dann auch immer in meinen persönlichen Legungen, die ich da jeden Tag mache. Thema loslassen, festhalten, verzweifeln, grübeln, Kummer, Sorge. Wie geht's weiter? Geht's weiter? Meldet er sich nicht, blockiert dich, ja, und da kam mir jetzt auch tatsächlich öfters mal die Frage unter, warum kannst du diesen Menschen nicht loslassen, vergessen, abgeben, nach vorne schauen, deinen neuen Weg gehen, Altes hinter dir lassen, was ist das für eine Energie, die da ist, was hält dich so sehr an diesem Menschen fest, warum kannst du nicht loslassen? Das machen wir jetzt mal. Vorher, das hatte ich gestern auch noch mal mit einer per WhatsApp abends dieses Thema. Das würde dich jetzt wundern. Psychologisch gesehen hält emotionaler Schmerz wie betrogen werden, belogen werden, verlassen werden, blockiert werden, missachtet werden, halte ich fest, 10 bis 20 Minuten. Ja. Alles, was danach kommt, ist Denken. Denken. Warum hat er das gemacht? Wie kann ich nochmal an ihn ran? Wie kann das nochmal was werden? Ja, was kann ich tun, dass er sich meldet? Was mache ich denn, dass wir wieder zusammenkommen? Denk, denk, denk. Ja, die Maschine läuft auf Hochtouren, obwohl dieses psychologisch gesehene, dieser emotionale Schmerz eigentlich schon vergessen ist. Also, wir haben es mal wieder. Denken ist nicht gut, meine Lieben. Na? Also sollte man das ein bisschen mal auch eindämmen. Ich weiß, es ist nicht so einfach, wie ich jetzt da sage. Na, denkst du jetzt wahrscheinlich, naja, toll, der hockt da an seinem Schreibtisch und redet klug daher. Aber das sind halt nun mal psychologische Fakten, die ich auch gerne mal auftische. Na, von daher, klar, ablenken. Ausgehen, neue Menschen kennenlernen, Spaß haben, Dinge unternehmen, ablenken, dich nicht so sehr in diese Gedanken fallen lassen, was war, sondern lieber darauf freuen, was ist, was kommt. Na, das sind so die Themen, meine Lieben. Aber wir wollen jetzt hier mal schauen, welche Energie umgibt ihn denn gerade so ein bisschen, dass du irgendwie da nicht loskommst, dass du immer wieder das Gefühl hast, ich kriege diesen Menschen nicht aus meinem Kopf. Und dann wollen wir natürlich auch mal hier schauen, welche Energie umgibt dich denn? Was kann man denn da jetzt tun? Na? So, und jetzt bräuchte ich noch ein paar Karten, das wäre ganz gut. Da hinten sind sie ja. So, hier bei uns in Bayreuth ist momentan die Hölle los. Wir hatten Christopher Street Day. Wir hatten Eremitagen Sommernachtsfest. Dann sind auch noch die Festspiele. Die Leute drehen alle durch. Also ich wohne ja auch noch fast neben dem Festspielhaus selbst. Ich sehe ja abends die ganzen Pinguine bei 35 Grad hoch und runter laufen. Also bei uns ist gerade Halligalli in der Stadt. Ja, und jetzt machen wir mal Halligalli mit den Karten. In diesem Orakel schauen wir jetzt einfach mal rein, was umgibt denn diesen Mann, diese Person. Wenn du als Mann natürlich wieder zuschaust, drehst dir einfach um. Na, das könnt ihr ja super gut, Jungs. Okay, ja, und da haben wir auch schon die erste Karte. Das ist die Mühle, die da in seinem Kopf gefallen ist. Ja? Wenn wir es hier mit einem recht respektlosen Menschen zu tun haben, der dich vielleicht einfach hat fallen lassen, wie eine heiße Kartoffel blockiert hat, ohne Gespräch in Rückzug gegangen ist, ja, dann hält er irgendwie den Motor trotzdem noch am Laufen. Na, es gibt ja auch Männer, die sagen, ach schau, da ist ja eine, die will was von mir. Da werfe ich immer mal so ein Krümelchen hin, ne, dass sie wieder beruhigt ist. Dann kann ich mich ja wieder zurückziehen. Die Mühle, schwere Arbeit, ja, wirklich anstrengendes Thema. Die Mühle dreht und dreht und dreht sich weiter, ja, auch bei ihm, was dich angeht. Das heißt also, ja, vielleicht kann er dich jetzt auch nicht wirklich vergessen,
aber vielleicht bist du ihm jetzt gar nicht so wichtig wie er dir. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen meistens der Knackpunkt. Wir schauen jetzt nochmal weiter, was wir als nächstes, habt ihr das gesehen, eine Karte kriegen. Da haben wir es ja auch schon, das Telefon. Kommt ja ganz oft vor, na, dass sich der gute Mann zurückzieht, dass du bangst und hoffst und betest, ja, meldet er sich jetzt endlich mal oder hoffentlich zieht er sich nicht nochmal zurück, ja, dann kommt er wieder. Ja, und allein diese beiden Karten sagen es schon, wenn er die Mühle am Laufen hält und dir vielleicht immer mal wieder ein Krümel hinwirft, ja, dann ist es natürlich für dich ganz besonders schwer, weil dann wirst du ja immer wieder zurückgeworfen, immer und immer wieder an den Anfang zurückgeworfen. Wenn du so ein bisschen im Loslassen bist, hörst was von ihm, siehst ihn, er schreibt was, ist dann wieder weg, bist du wieder zurückgeworfen, ja. Aber hier ist so ein bisschen, ja, die Kommunikation, das ist sehr, sehr anstrengend, gerade jetzt für dich, es geht ja um dich, dass man nicht wirklich loslassen kann. Wenn man immer wieder an ihn denkt, wenn man von ihm hört, diese Karte, das Telefon und die Mühle, das ist auch so ein Thema wie, hat er noch sein Fahrrad bei dir? Einfallstor. Hat er noch Klamotten bei dir? Einfallstor. Er könnte sich ja nochmal melden wegen den Klamotten. Er könnte sich ja nochmal melden, weil er ja noch eine Tupperdose bei mir im Schrank hat. All das sehe ich mit diesen beiden Karten, so dass hier immer noch nach wie vor ein Einfallstor da ist, wo du immer noch denkst, ah ja, der hat ja hier noch was, also muss er sich ja bald irgendwann mal melden. Ja, also auch das ist etwas, was dich immer und immer und immer wieder zurückwirft. Loslassen heißt abschließen, einen Abschluss finden. Alles, was von ihm ist, alles, was dich an ihn erinnert, nehmen, wegpacken, raus, hinstellen, Nummer löschen, ganz, ganz, ganz frei machen von ihm, dass man sagt, okay, hier gibt es jetzt kein Einfallstor mehr, das mich dann immer wieder an den Anfang zurückbringt, wenn es um ihn geht. Na? Ja, na klar, also hier auch die Wolken. So ein bisschen auch die Undurchschaubarkeit. Ja, wenn man jetzt sagt, ja, vielleicht hat man ja manchmal noch eine Nachricht drauf oder irgendein Kontakt entsteht oder man sieht sich auf der Arbeit oder in der Stadt. Ja, und das ist auch wieder was, diese Unklarheit wirft dich auch immer wieder zurück. Ja, wenn man sagt, ich bin nicht ganz klar, jetzt zum Beispiel die Tupperdose. Ja, er hat jetzt hier noch mal seine Tupperdose bei mir im Schrank, also unklar. Ja, holt er die nicht, vielleicht kommt er ja noch mal, vielleicht meldet er sich ja wegen der Tupperdose. Unklarheit, also verschaff dir Klarheit, indem du dich frei machst, also von Gedanken und Dingen, die dich an ihn erinnern. Also schauen wir mal weiter, was er dann noch so um sich herum hat. Das ist ja richtig spannend. Das ist ja jetzt auch mal so eine Art Experiment. Ja, dann gibt es da natürlich auch noch die, wie du gehört, die so, die Routen. Ja, das sind anstrengende Gespräche, das sind Zweifel. Ja, also wie gesagt, hier schon wieder die Zweifel, wo man sagt, hält er sich jetzt nochmal oder nicht? Oder kommt er nochmal vorbei? Oder ach, es war doch so schön mit ihm, da müsste er doch jetzt eigentlich nochmal kommen. Und ja, jetzt meldet er sich wieder 3 Wochen nicht oder ich bin jetzt blockiert. Vielleicht bin ich ja dann irgendwann nicht mehr blockiert. Abschalten, loslassen, weggeben. Nicht zweifeln, ja. Klarheit verschaffen und dieses ständige wieder abholen und an den Anfangspunkt des Loslassens bringen, muss aufhören. Ja, ich sag's ihm, schieß ihn ab, ja, und mach dich frei, blockier du ihn, ja, dann hast du Ruhe und nicht ständig dieses Gedenke, ja, meldet er sich jetzt dann bald mal oder vielleicht bin ich jetzt immer noch blockiert. Stopp. Damit muss jetzt mal Schluss sein. Wenn du diesen Menschen loslassen willst, weil du merkst, dass dir das nicht gut tut, ja, dass du keine Leichtigkeit hast, dass du keine Zuverlässigkeit hast, dass du keine Sicherheit hast, dass du nicht ins Vertrauen kommen kannst, dann gib das ab. Na, es gibt ja, schätze jetzt einfach mal, 3 Milliarden Männer auf der Welt. Ja, von diesen 3 Milliarden Männern sind mindestens mal 500, 600 dabei, die dich auf Händen tragen, die dir eine wunderschöne Beziehung bescheren würden. Na? Also schau lieber nach vorne. Und da sind wir nämlich auch schon bei der ersten Karte, die für dich jetzt ist. Da ist der Baum und das heißt Wachstum, Stabilität.
Also du sollst in deine eigene Stabilität kommen. Du bist ja nicht in deiner eigenen Mitte, du bist ja in seiner Mitte. Du bist ja gar nicht so richtig bei dir. Die drei Worte: Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstliebe, ja, Wachstum, Stabilität. Ja, dieser Baum, den du da jetzt als erstes bekommen hast, ist eine ganz, ganz tolle Karte, die dir sagen möchte: Es ist wichtig für dich jetzt stabil zu werden. Und man wird nicht stabil, wenn man sich immer und immer und immer wieder abholen lässt von ihm. Vielleicht spielt er ja auch mit dir. Vielleicht weiß er ja, ach, wenn ich mich jetzt 2 Wochen nicht melde und dann melde ich mich wieder, dann ist alles wieder gut. Na, dann kann ich mich ja wieder aus dem Staub machen. Damit ist jetzt Schluss. Sowas braucht kein Mensch. Kein Mensch braucht sowas. Und deswegen schauen wir jetzt da mal weiter, was wir da so haben. Genau. Hier liegt ja auch schon A, eine neue Partnerschaft für dich, ja. Oder der Ring ist natürlich jetzt auch so eine Karte, wo man sagt, da laufen die Dinge rund. Du sollst schauen für dich selbst, dass für dich die Dinge rund laufen, dass du deine Sachen machst, dass du bei dir bist, dass du fröhlich bist, dass du albern bist, dass du Quatsch machst, dass du auch anderen Männern auch mal die Möglichkeit gibst, dass sie dich kennenlernen dürfen. Also hier ist der Weg für dich eigentlich schon gut, weil wenn die Frage ist ja, warum kann ich denn von diesem Menschen nicht loslassen oder wie kann ich denn von diesem Menschen loslassen? Und da ist es natürlich auch wichtig, was gehört zur Selbstliebe? Ja, du, genau, Harmonie. In seiner Harmonie zu sein. Und die Selbstliebe, das ist ja auch nochmal zusätzlich die Karte für die Selbstliebe. Die Blumen, Harmonie, Selbstliebe, Aufmerksamkeit, Komplimente. Also wirklich, Karten sagen dir hier, du hast hier mit einem zu tun, ja, den du mal ganz, ganz schnell von der Backe haben solltest, ne? Und dein Weg ist die Festigkeit, die Stabilität, dass deine Dinge rund laufen. Selbstliebe ganz wichtig an der Stelle. Harmonie, dass du sagst, Mensch, mir geht's gut, ich fühle mich gut, auch vielleicht in das Denken reinkommen, ich brauche ja gar keinen in meinem Leben. Ja, ich brauche niemanden, mir geht's gut, ich bin zufrieden, ich kann machen, was ich möchte. Und wenn man aus diesem Denken rauskommt in Bezug auf einen Partner, dann kommt der ja schon ganz von alleine. Der kommt sowieso irgendwann, ob du jetzt dir Gedanken machst oder nicht. Na? Und daher haben wir jetzt hier auch noch mal eine schöne Karte für dich bekommen, dass man sagt, ja, das große Glück, das findest du ja nicht irgendwo, das findest du ja in dir selbst. Also du kannst dir dein Glück quasi generieren, indem du in der Stabilität bist, dass die Dinge rundlaufen. Wenn du in der Selbstliebe bist, dann kommt ja das große Glück von ganz alleine an der Stelle. Und es kommt mit großen Schritten, na? Denn wir haben hier den Reiter als letzte Karte bekommen. Ja, und der Reiter, wissen wir ja alle, gute Nachrichten, positiver Aufbruch, positiver Ausgang für dich. Also es liegt jetzt quasi einzig und alleine nur an dir, denn es ist Zeit. Wie stimmig und rund doch mal wieder dieses Reading war. Es ist einfach immer wieder krass. Einfach nur krass. Na, und wenn du dieses Video gesehen hast, weil du gerade dir die Frage stellst, ja, wieso kann ich denn diesen Menschen nicht loslassen? Der ist immer noch da, ich muss an ihn denken, ich hoffe, dass er wieder zurückkommt. Denk dran, der emotionale Schmerz, der eigentliche, ist schon lange rum. Alles, was bei dir gerade noch passiert, passiert hier. Das ist das Denken. Ja, das ist das Denken, das Hineindenken in diese Situation, die eigentlich psychologisch gesehen schon längst vorbei ist. Und du siehst ja hier auch, da ist jemand, der hält die Mühle immer wieder am Laufen. Es geht immer nur um Umdrehungen, es geht weiter, bisschen Kontakt, dann ist wieder die Unklarheit da, dann sind wieder die Zweifel da. Aber das ist ja das, was wir eigentlich weghaben wollen, ne? Wir wollen eine wunderschöne Beziehung, wir wollen Vertrauen, wir wollen Leichtigkeit, wir wollen Liebe, wir wollen Zuverlässigkeit, wir wollen uns fallen lassen. All das braucht eben dann eben einen Partner, der nicht auf einmal weg ist, der mich nicht auf einmal blockiert, der nicht auf einmal von der Bildfläche verschwunden ist oder mir ab und zu mal nur so ein Krümel hinwirft. Braucht kein Mensch, ja? Von daher ist dein Weg klar. Lenk dich ab, komm in deine Mitte, schau, dass deine Dinge rund laufen, achte auf deinen Selbstwert. Hier liegt schon das große Glück der Reiter noch mit seinen guten Nachrichten, seinem positiven Aufbruch und als
Hauptenergie, es ist an der Zeit, das jetzt umzusetzen. Mach dich frei für einen neuen Weg, denn es ist auf jeden Fall machbar und richtig und wichtig für dich. Na? Ja, was ich sonst noch sagen wollte, momentan ist eigentlich ganz praktisch. Meine Wartezeit ist jetzt von über 2 Wochen auf 4 Tage, 3, 4 Tage, weil ich ja, wie gesagt, sehr, sehr viele Readings gemacht habe die letzten 2 Wochen. Also wenn du jetzt noch ein Reading haben möchtest, bevor ich Ende August in den Urlaub fliege, melde dich gerne. Also wenn es jetzt nicht gerade ums Loslassen geht, kannst du auch zu jedem anderen Thema rund um die Liebe und auch andere Sachen dich an mich wenden. Wenn es dir nicht gut geht, ja, dann schreib mich einfach an. Meine Nummer ist ja immer unten in der Infobox. Und dann würde ich nämlich sagen, meine Lieben, bleibt gesund, seid lieb zueinander und achtet auf eure Zeichen. Na, Servus!